Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Yeah! Und damit auch einen schönen ersten Advent. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, denn bei mir zumindest schneit es wie am Spieß. Und wie wird denn hier das Wetter? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Na, das geht aber so nicht. Wenn es hier schneit, hat es dort auch zu schneien. So, die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ja, das ist ja ganz nett. Und Leute, passt auf. Uhu, ich habe eine neue Maus. Nach Wochen. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierre's Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mehr vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Pierre. Ja. Ich muss sagen, ich habe hier, glaube ich, noch nie Dünger benutzt. Sollte ich vielleicht mal verwenden, ne? So. Ist ja jetzt schon wieder ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal Stardew Valley gespielt habe. Ich muss jetzt mal kurz schauen, was wir denn noch alles erledigen müssen. Das packe ich erstmal rein. Na, und dann gucken wir mal. So, ich war ja nun letzte Woche in Düsseldorf und ja, also ist es jetzt schon wieder gute 2 Wochen her, seit ich das letzte Mal Stardew Valley angefasst habe. Oh, angefasst. Oh. Und ja, man merkt sich halt nicht so alles, ne? Ups, doppelt gegossen, passt schon. Dann wächst du besonders gut. Oh. Nein, ich habe kein Wasser mehr. Was soll das? Nein. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Komplett. Oh mein Gott. Und wart ihr denn schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war am... Ja, also einmal letzte Woche, als ich in Düsseldorf gewesen bin und ich war am Mittwoch, ich glaube am Mittwoch war ich hier bei mir in meiner Heimatstadt, aber das ist nur so ein ganz, ganz kleiner. Der ist immer so ganz mini. Tihi. Okay, oh yeah, gib mir, gib mir. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen was wegpacken. Oder, Moment, ich glaube, ich könnte... Oh Leute... Ich glaube, ich könnte mir jetzt einen Rucksack leisten. Ich lasse das nochmal kurz und dann laufen wir mal zu Pierre. Ich hoffe, der ist heute da. Ich glaube, das wäre mal der Montag, wo der Laden dicht ist. Und falls ich mich ein bisschen komisch anhören sollte, dann tut es mir wirklich leid. Ich bin irgendwie, ich bin kurz davor, eine Erkältung zu kriegen. Und ich bete inständig, dass mein Immunsystem wieder stark genug ist, es zu verhindern. Also normalerweise habe ich ein Immunsystem, davon träumen manche Leute. Und in der Regel bricht es nicht aus. Also wenn, dann habe ich es nur vielleicht, ja, keine Ahnung, 3 Tage oder sowas. Aber ich bin mir halt gerade nicht sicher. Wer vielleicht meine Vlogs gerade sieht, der weiß, dass ich ja momentan arbeitsmäßig sehr extrem gestresst bin. Und zwar ganz extrem. Also ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, diese Belastung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja gut, dementsprechend glaube ich, dass mein Immunsystem nicht unbedingt mehr das Beste ist, zumindest gerade. Aber ich hoffe immer noch stark genug, um die Erkältung nicht zu kriegen. Deswegen lange Erklärung für ein ganz kurzes Thema. Wenn ich mich komisch anhören sollte, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen nasal zu reden. Nasal, nicht anal, Leute. Okay, jetzt habe ich mich verschluckt dabei. Ach ja. So, eigentlich habe ich ja noch ein paar andere Videos. Also, ich habe noch ein bisschen Weird Park und... Was war das andere? Was spiele ich denn noch? Alter Schwede. Weird Park und... Ach, Emily, meine Güte. Eigentlich habe ich noch ein paar Parts, aber ich schaffe es momentan einfach nicht, die zu rendern und hochzuladen. Ehrlich gesagt war ich auch kurz davor, Stardew Valley nicht aufzunehmen. Aber ich habe mir gedacht so, nein, du machst das jetzt. Das kann ja nicht sein, dass das alles drunter leiden muss, weil die Arbeit so beschissen ist. Deshalb sitze ich jetzt hier und ja, wie ihr seht, nehme ich auf. Mann, was für eine Erklärung, ne? Ich weiß, ich bin so gut. Oh, ich liebe es. Hier, komm her. Alles meins, alles meins. Und niemand kriegt was davon ab.
Oh, die lassen wir aber nicht liegen hier. Verehrte Dame. Ups. Hui. Und weiter geht die Fahrt. Oh mein Gott. Ach, ich liebe Stardew Valley. Und nächstes Jahr soll ja wahrscheinlich der Multiplayer rauskommen. Ich werde mal sehen, ob ich da irgendwas aufnehmen kann. Dann werde ich wahrscheinlich mit meinem Bruder zusammenspielen. Mal gucken. Also er freut sich schon extrem drauf. Ich mich natürlich auch. Hihi. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann laufen soll. Ob wir dann einfach nur immer auf den Hof oder auf, ja doch, auf den Hof des jeweils anderen, meine Güte, gehen können. Durch irgend so ein Portal oder sowas, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier quasi miteinander verbunden ist. In dieser Welt, also jetzt auf meiner Karte quasi. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich erkläre manchmal echt ein bisschen seltsam, was ich eigentlich meine. Aber okay, wir kriegen das alles schon hin, ne? Oh je, yeah, hier ist so viel, meine Güte. Hallo. Oder Sam, Sam. Oh, hi, schön, dich wiederzusehen. Mach's gut. Okay, ich weiß nicht, wo du hin willst. Oh nein, ich glaube, ich kann hier noch keine Jojacola holen. Ich glaube, das Ding hat noch nicht offen. Oh, doch. Okay, los, schnell. Oh nein, ich habe keinen Platz. Verdammte Kiste. Okay, dann kommst du erst einmal weg. So. Ja, es ist noch relativ früh. Ich glaube, es ist jetzt gerade mal 10. Ja, doch 10. Ich kann ja hier gucken. Ja, meine Elsa wollte um 7 schon wieder Essen haben. Aber diesmal hat sie sich ja ein bisschen Zeit gelassen. Normalerweise kommt sie ja um 5 an, da ich ja um 5 aufstehe in der Woche. Nein, wo ist er? Oh, Sam, Mann. Oh, danke, ich mag das wirklich. Oh, Sam, du hast grüne Pünktchen. Ja, es tut mir so leid, ich weiß, ich bin so Banane. Banane. Mit Erdnussbuttercreme, bitte, Leute. Leute, das ist so lecker. Oh. Bam, badam, bam, 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 badam. Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Ja, hallo. Oh, ein Döner, bitte. Ahem. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Jojo-Markt. 50%? Nun, irgendjemand interessiert? Oh, das ist so eine miese Tour, ehrlich. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Jojo-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Du Sacke, ey. Ehrlich. Ich mag dich nicht! Oh, die machen da wieder Sport. Ja. Da-da-da-da! Link! War ein Scherz. Du hast die große Tasche erhalten. Dein Inventar wurde auf 24 Plätze vergrößert. Juhu! Ich erledige all meine Einkäufe hier. Seufz. Ja, oh Mensch, du Armer, ey. Also hat irgendjemand Birthday? Nein, Pam hat Geburtstag. Alt. Boah, alt. Nein, ich bin nicht besoffen, Leute. Hallo, Omi. Lass dich nicht von meinem Mann George stören. Er ist nicht sonderlich freundlich zu Fremden. Ja, das wissen wir. Achtung. Ein Müsli-Riegel.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ah, da ist Elliot. Elliotte. Eine großartige Idee kann ja kommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Aber wenn dein Verstand zu beschäftigt ist, verpasst du sie vielleicht. Nun gut, ich muss zurück zu meiner Arbeit. Okay, hau rein, Kumpel. So, also Sam hat ja jetzt schon zwei. Was haben wir denn hier? Oh ja, wir sind ja schon relativ weit. Ich weiß leider nicht. Ah, seht ihr, ich wollte doch immer mal gucken, wer was mag. Damit wir ein bisschen steigen in unseren Herzen. Damit wir die Liebe unseres Lebens finden. Und so. Ich könnte bei einer Oper mitspielen. Da würden die Gläser auch klirren. Und das Trommelfell der Zuschauer und was weiß ich, was noch so brechen könnte. Ach ja. Oh, ich liebe diese Musik, ganz ehrlich. Ich spiele seit 90 Stunden Stardew Valley, ja. Und ich liebe diese Musik immer noch. Obwohl, geht er jetzt schon? Ach, es ist ja schon 18 Uhr. Oh, da ist Alex! Oh, Alex ist auch grün. Uah, der Strand ist ein cooler Ort, Zeit zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Du musst ein bisschen unter die Sonne kommen, sonst bist du ganz bleich. Hey, willst du vielleicht mal einen Strand mit mir, mal am Strand mit mir abhängen? Hast du ein Bikini? Aha. Hallo, willst du was trinken? Ja. Also einmal ein Salat und... ich kann kein Bier mehr kaufen. Verdammt. Okay, Mist. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Hallo, Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das etwas? Oh yeah, Baby. Hey, Gas, noch eine Runde bitte. Hixi. Okay, die sagt nicht mehr. Gehen wir noch zu Shawnee Bonnie? Zu Shane? Was willst du? Geh bitte. Okay. Ich hau ja schon ab, Kumpel. Hallo. Sport ist wichtig, um gesund zu bleiben. Ich nehme mir immer ein wenig Zeit dafür. Okay. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Was haben wir denn hier? Ich hätte gerne roter Pilz auf meinen... Ich hätte gerne roter Pilz auf meinen Regal stellen. Okay. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. Ja. Wir haben aber leider keine roten Pilze. Komm her, Robin! Hey, wenn du Materialien oder Blaupausen brauchst, ist mein Laden die erste Anlaufstelle für dich. Dazu unterstützt du so die regionale Wirtschaft. Okay. Ja, da müssen wir uns mal auch langsam Gedanken drum machen, was wir als erstes erweitern. Ob wir uns einen Hühnerstall zulegen oder erstmal ein Silo, damit wir schon mal ein bisschen Futter ansparen können. Oder, ach, ich weiß auch nicht. Also normalerweise baue ich immer zuerst einen Hühnerstall, damit meine Oma darin Motorrad fahren kann. Oh, ich weiß nicht, warum ich heute so schlecht bin. Es macht Spaß. Und so. Oh, danke. Danke. Sebastian, lässt du wohl das Rauchen sein, du Sack? Ich habe nachgedacht. Leute sind wie Steine, die über das Wasser hüpfen. Früher oder später werden wir sinken. Ja, das ist sehr tiefgründig. Mädel! Come on, Baby! Oh, ich bin gerade nicht so gut drauf. Ich habe gesagt, ich bin gerade nicht gut drauf. Was willst du? Puh, alter Mensch, ey. Leck mir am Popo! Ach ja. Oh yeah. Gib mir, gib mir. Oh, ich habe letztens gesehen, dass es ja von Black Mirror jetzt irgendwie ein Remake gibt. Bist du gekommen, um dich über mich lustig zu machen? Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Ich bin ja mal sehr gespannt. Ich habe mal ganz kurz bei einem YouTuber reingeguckt, der das mal angezockt hatte. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie sieht das nicht so nach dem Remake aus. Also,
Irgendwie scheint die Story ganz anders zu sein, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Ich muss mir das nochmal genauer ansehen. Ich habe Black Mirror im Übrigen echt gefeiert. Ich liebe diese Reihe. Und ich wollte das doch mal ursprünglich Let's Playen. Aber ich habe Teil 1 einfach nicht zum Laufen gekriegt. Es ist wahrscheinlich so alt gewesen, dass einfach nichts mehr lief. Also kein Aufnahmeprogramm und so weiter. Dementsprechend habe ich es dann leider sein lassen müssen. Aber an sich wollte ich das gerne mal aufnehmen. Also ich weiß nicht, wie anderen YouTuber, die das mal gespielt haben, aufnehmen konnten. Aber ja gut, so ist das halt. Oh, was bist du denn da oben? Hallo. So. Bap, 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 bap. Ding, 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 ding. So. Sieht ja schon wieder... Ich immer mit meinem Sohn, ne? So, 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 so. Das nehme ich mal mit. Wir können George bestimmt auch noch eine Freude machen. Freunde. Achso. Dann nehmen wir auch gleich noch Pastinaken mit. Für. Oh Gott, jetzt kriege ich Schluck auf. Was soll denn das? Ja, wir gehen ins Bettchen. Oh, wow. Das hat sich ja gelohnt. Tag und Frühling, Jahr 1. Wie sieht denn das Wetterbericht aus? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Und was war noch? Ah, okay, Wiederholung. Das brauchen wir ja dann nicht. Ist hier irgendwas ready? Yeah. Wie sieht es denn hier aus? Okay, das ist Käse und so weiter. Heizraum, was war hier? Okay. Okay. Aquarium. Aber ich glaube... Wir können gerade nichts verwenden. Nö. Bündeltier? Nee. Okay. Dann packen wir nochmal eine Kartoffel rein. Das kann weg. Zack, zack, zack. Oh, ich habe jetzt wieder... da. Da ist meine Gießkanne. Oh. La 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 la. Da da da. Gieße macht so ein Spaß. Ups. Naja, wird der Weg halt auch ein bisschen gegossen. Ist ja alles in Butter. Nein, die Natur erobert hier meine Felder zurück. No. Bitte nicht. Okay, da ist immer noch nichts fertig. Und dann können wir wieder ein bisschen sammeln. Ich weiß gar nicht, wie lange das immer geht. Bis zum 19. oder sowas. Wo wir so extrem viel sammeln können. Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob das wieder respawnt quasi. Oh yeah. Ja. Es spawnt erneut. Dankeschön. Dankeschön. La 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 la. Mensch, das macht so ein Spaß hier. Oh yeah. Gib mir more, more, more. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diesen Monat müsste Pitch Perfect 3 rauskommen. Kennt ihr das? Oh, ich liebe das. Also ich muss ja sagen,
Ich bin ein absoluter Fan von A Cappella. Ich finde, das hört sich so mega an. Und ich liebe die Pitch Perfect Reihe. Leider ist das jetzt der letzte Teil. Aber ja, gut. Man sollte aufhören, wenn es am besten ist. Ne? Da gibt es ja so andere Reihen, die einfach kein Ende finden. Ich sage nur Saw oder sowas. Aber da muss ich auch wieder sagen, ich habe mir nie einen Film davon angeguckt, weil ich finde das absolut dämlich, ehrlich. Ich muss mir nicht angucken, wie man Leute auf grausamste Art und Weise umbringt. Ich meine, die Menschheit ist grausam genug. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es manche dazu animiert, die sowieso ein bisschen labil sind, dass sie sowas nachher dann ausprobieren oder sowas. Also wissen wir ja nicht, ne, was hier so im Geheimen alles abläuft. Und im Grunde passiert sowieso immer nur dasselbe, habe ich das Gefühl. Und bitte schlagt mich nicht, wenn ihr Fan davon seid und ich jetzt hier irgendwie dummes laber. Es ist meine Meinung. Hihi! Sam! Oh my God! What's going on here? Bam, 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 bam. Party heart. Party heart. Oh, Entschuldigung. Oh, Annie, Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jam-Session. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Hey Annie, was für Musik gefällt dir so? Fröhliche Popmusik, experimenteller Noise Rock, energiegeladener Tanzmusik, typische Country-Musik. Oh. Eigentlich gar nichts davon, aber dann nehmen wir einfach experimenteller Noise Rock. Hey, weißt du was? Das ist genau der Stil, über den ich nachgedacht habe, für die Band. Was sagst du, Sebastian? Sollen wir das machen? Okay. Danke für deine Hilfe, Annie. Mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthesierbegabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Jetzt müssten wir nur noch jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Ja, das kriegt er doch bestimmt hin, ihr kleinen Racker. Und jetzt kann ich in sein Zimmer. Ich möchte einen neuen Song für meine Band schreiben, aber mir fällt nichts ein. Hey, worüber soll der neue Song handeln? Landwirtschaft, das Arbeiten in der Mine und Holzhacken. Eine Stadt im Meer, Züge, was immer du willst. Es wird sowieso ein furchtbarer Song. dann nehmen wir eine Stadt im Meer. Das hört sich irgendwie cool an. Hey, weißt du was? Das klingt perfekt. Danke. Bitteschön. Plektren und Skateboardrollen. Okay. Bitte, Sam. Ups, voll daneben, ey. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, aber passt schon alles, ne? So, müsste jetzt nicht gleich Dings rauskommen? Ja. Komm her, Baby. Oh, schau, für mich. Danke dir. Das Einzige, was ich an dieser Stadt mag, ist der Strand. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann müsste ich das Event triggern. Ja. Ah, ich mache immer unter den Kissen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe. Mach mal halblang, Hayley. Ich mache die meiste Arbeit in diesem Haus und das weißt du ganz genau. Oh, dieses neue Mädchen von dem Hof. Sie hat einen Namen, weißt du? Ich wette, du verstehst, was ich meine. What? Es tut mir leid, dich hier mit reinzuziehen, Annie. Hayley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter den Kissen sauber zu machen. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Jammer nicht herum und tu es einfach. Hayley, warum siehst du es nicht als deinen eigenen wöchentlichen Job? Emily, tu das Richtige und mach es diesmal selbst. Wir nehmen das Mittlere, ne? Weil ich finde das Erste ein bisschen bescheiden. Das ist so dieses, ja okay, warum machst du es nicht einfach mal? Wahrscheinlich machst du sowieso nichts im Haushalt. Und ich denke schon, dass die Emily genug macht. Also da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. In Ordnung, die Runde geht an dich. Vielleicht kann ich es wirklich jede Woche übernehmen. Dann gibt es auch keinen Grund, sich darüber zu streiten.
Danke, Anni, das war eine großartige Lösung. Bitte. Ich bin halt perfekt. Alter Schwede, ich weiß, ich bin so dumm, ey. Alex! Oh, das ist cool, danke, bitte. Sieht nach einem guten Tag zum Beispiel aus, oder? Noch weiter, ich mache nur Spaß. Und so. So, dann können wir auch gleich zu Harvey gehen. Ich glaube, dann kriegen wir nämlich auch den nächsten Stern, den nächsten Punkt. Das ist so ein nettes Geschenk, danke dir. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Und denk dran, sich danach die Hände zu waschen. Yo, Baby. Ich glaube, wenn ich jetzt auch hier wieder reingehe, dann trigger ich ebenfalls was. Nee, doch nicht. Okay, schade. Ich dachte, ich würde was triggern. Ui. Ui. Ich weiß aber nicht, warum ich nicht reden kann, wenn ich heimlich im Müll rumwurstel. Okay. Haben wir hier irgendwas? Warum haben wir nichts? Was ist hier los? Wieso ist nichts da? Warum ist LJ hier? Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Ja, nicht mit dir. Ach ja. Also eigentlich ist Elliot ja gar nicht so wild, aber ich mag dieses Hochgestochene. Oh Gott, ich habe eben Schluck auf schon wieder. Aber ist euch mal aufgefallen, dass mir das jedes Mal passiert, wenn ich aufnehme? Denn, weiß ich auch nicht, habe ich immer Schluck auf des Todes oder so. Ach, wir können ja noch zu Georgie. Oh. Okay, George, atme einmal bitte tief für mich ein. Und nicht dabei grunzen. Mhm, dreh dich um, bitte. George, ich muss ehrlich mit dir sein. Du solltest dein Leben ein wenig umkrempeln, wenn du gesund bleiben willst. Ach, hier ist sein Event. Ich empfehle dir, deinen Natriumkonsum einzuschränken und deine Arme regelmäßig zu trainieren. Leck mich, Doktor! Ich weiß selbst, was das Beste für mich ist. Für wem hältst du dich mehr, irgendwelche Vorschriften zu machen? Ich bin ein Arzt, George. So ist es nun einmal. Und ich habe 8 Jahre studiert und gelernt, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben. Oh, tut mir leid, aber du solltest nicht hier sein. Diese Untersuchungen sind privat. Nicht so schnell. Ich hätte gerne eine zweite Meinung von dieser jungen Frau. Nun gut. Anni, was denkst du, was George tun soll? George sollte Dr. Harveys Rat folgen. George weiß selbst, was am besten für ihn ist. Also, wir nehmen natürlich Nummer 1. Obwohl ich sagen muss, dass ich persönlich auch nicht unbedingt immer das glaube, was mir ein Arzt sagen sollte, würde. Denn es gibt doch genug schwarze Schafe auf dieser Welt, die dafür sorgen, dass sie ihre Taschen ein bisschen vollkrempeln. Aber ich gehe mal davon aus, dass Harvey nicht so einer ist und er wirklich Menschen helfen möchte. Deswegen glauben wir, dass Dr. Harvey nur das Beste für George möchte. Danke, Anni. Siehst du, George, ich versuche nur, dir zu helfen. In Ordnung, ich werde auf dich hören. Danke für deine Hilfe, Anni. Ich weiß das zu schätzen. Oh, bitte, Baby. Come on, Baby. Light my fire. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir das schon erzählt? Ja, ich glaube schon. Weiß ich nicht. Oh, das habe ich am liebsten. Danke dir. Hä? Red lauter. Tschüss, Judd. Ich weiß nicht, ob wir was triggern. Ich guck mal. Nee, okay, wir triggern nichts. Hui. Ich meine, gerade wenn es darum geht, jetzt nochmal kurz zu dieser Arztfrage wieder zurück, wenn die einem jeden gleich Medikamente oder sowas zuschustern wollen, also mal ganz ehrlich, in den meisten Fällen hilft es überhaupt nicht viel, je nachdem, um was es geht, ne? Sagen wir jetzt mal. Natürlich gibt es auch lebensnotwendige Sachen, darüber rede ich jetzt gar nicht, ne? Aber ich finde, dass die relativ schnell auf ihr Rezeptblock zurückgreifen. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Allerdings muss ich sagen, ich bin auch ein, also ich persönlich bin ja schon so eine Art Medikamentengegner, also wenn es jetzt nicht irgendwas Lebensnotwendiges ist, ne? Ich nehme ja auch zum Beispiel auch keine oder kaum Schmerztabletten oder sowas. Wenn ich Kopfschmerzen habe, ja, dann ist es so, dann lege ich mich hin und fertig ist die Sache. Oder was weiß ich, Schmerzen, Magenschmerzen, keine Ahnung was. Ich versuche jetzt da nicht so viel Medikamente mir reinzupfeifen. Hallo, hast du auf deinem Hof alles, was du brauchst? Oh yeah, Baby. Nicht ganz, aber das kommt noch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Bam, badam, bam, badam. Uhu! Oh, Maru. Dienstags und donnerstags arbeite ich bei Harris Klinik. Er sagt, er schätzt meine Anwesenheit, falls seine medizinische Geräte verrückt spielen. Ich weiß nicht, ob sie Blumen mag. Wir können es ja mal probieren, aber ich glaube, Maru gehört nicht zu dieser Kategorie. Danke. Oh, okay. Glück gehabt. Ein Bauer zu sein ist wohl ziemlich einfach, was? Was soll das denn bitte heißen? Das ist schwere körperliche Arbeit, meine Liebe. Oh, ich wollte hier mal gucken. Also Tim hat 2, George, Alex, Haley, Lea 1, Shane 1. Maru ist als nächstes. Oh, Elliot. Wir haben mit Elliot schon ein Herz. Wow. Ich bin geflasht. Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an. Ich weiß nicht, was das war. Ah, da bist du ja, Baby. Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Ah, ich muss unbedingt herausfinden, was du magst. Ey. Also ich weiß, ich kann ihm, glaube ich, nicht diese Waldbeeren oder sowas geben, bin ich der Meinung. Weil, dann sagt er, gibst du mir das nur, weil ich hier im Wald lebe oder sowas. Also ich bin der Meinung, ich habe es mal probiert und das fand er nicht ganz so klasse. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Es ist schon ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich muss mir da unbedingt im Internet noch mal ein bisschen was durchlesen. Ah, ich hätte ein paar Samen kaufen können. Naja. Erstmal rein. Ach nein, das schmeißen wir auch rein. Oh wow, es geht weiter. Sammeln. Und... Oh, Blume. Oh, Lauch. Läuft ja wie am Schnürchen hier, ey. Die gehen wir jetzt nochmal in die Bar. Dann gucken, ob keiner guckt. Vielleicht schaffen wir es ja auf... Vielleicht schaffen wir es ja bei Shane, ihn noch auf 2 Herzen zu kriegen. Und vielleicht noch... ich kann nicht auf ihren Namen. Ach, sie ist sowieso nicht da hier mit dem Salat, der ich immer Salat gebe. Wie heißt die denn gerade? Lea. Oh, wow, Ani, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Nein, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Und dir gebe ich noch mal Bier. Mani. Ich glaube, sie hat noch nicht Geburtstag, ne? Nein, morgen. Pam hat morgen. Oh, und wahrscheinlich vergesse ich das dann bis nächste Woche. Nein. Okay. Let's go. Wir gehen jetzt hier hin. Und, ach nee, oh, ich gehe immer dahin, Mensch. So. Wir könnten hier vielleicht mal ein bisschen klar Schiff machen. So, sieht ja schon wieder ganz nett aus hier. Ganz nice. Nice, wie Koreaner sagen würden. Oh, da ist die Katze. Baum. You can.
can do it. Oh. Sie schläft. Komm her, Mietzi. Oh, komm, ich geb dir Wasser. So, mein Schatz. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Können wir hier eigentlich noch eine Reihe hinkriegen? Oh. Ja, eine schaffen wir noch. Supi. Das ist ja fantastisch. Standarddünger. Aha, okay. So, sieht ja schon wieder ganz nett aus. Weil ich ja auch gerade so viel hier gemacht habe. Ah, das sieht alles so nice aus. Ach ja. Okay, dann könnten wir ja auch noch ein paar Fackeln basteln. So. Supi, sieht doch schon mal alles fantastisch aus. Ah ja, hier kriege ich dann, glaube ich, nichts mehr hoch. Moment mal, wir gucken mal. Ich habe hier noch ein bisschen Energie. Oh. Okay, dann kann ich noch hier... Oder ich nehme die Steine und gehe dann so runter. Ich glaube, das mache ich lieber so. Ah, ist das alles schwierig hier. Halt alles nicht so einfach, ne? Wie wir hier am besten voranschreiten. Ich sollte mal meine Axt ein bisschen aufbessern, dann kann ich nämlich die großen... Okay, da ist noch nichts fertig. Dann könnte ich nämlich die großen Bäume fällen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Oh, hello. Es ist alles so duster. Da, 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 da. So, das muss wieder weg. Das sieht nämlich sonst blöd aus. Ich weiß, es geht irgendwann von alleine, aber dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen basteln. So. Da, 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 da. Oh. So, und dann gehen wir hier einfach runter. Eigentlich könnte ich ja hier dann noch einen Zaun hinbauen, aber... Ach, Leute. Ich glaube, das ist blöd, weil die Zäune, die gehen ja nach einer Weile kaputt. Und ich habe ehrlich gesagt immer keine Lust, die zu erneuern. Da bin ich ein bisschen faul, muss ich ehrlich sagen. Ach hier, wir könnten noch... Ah, wir müssen unbedingt... In die Mine. Oh, ich hoffe, es regnet bald mal. Dann können wir nochmal hingehen. Oh. Excuse me. Oh, es ist 12. Verdammt. Okay, dann gehen wir schlafen. Schnarchi, schnarchi, schnarchi. Damit, meine Lieben, beende ich jetzt wieder die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich so ein bisschen vielleicht nasal geredet habe oder sowas. Aber ging halt jetzt leider nicht anders. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder zu Stardew Valley. Und bis dahin, Leute, bye bye!